Also ich bin der Geisberger Dieter und bin im normalen Leben Prokurist vom Ausbildungszentrum Braunau. Und was ich sonst noch mache, ist halt, ich bin der österreichische Experte im CNC drin und betreue jetzt da Alexander auf seinem Weg Richtung Kasan. Ja, also meine Tätigkeit als Trainer für den Alexander beinhaltet vor allem einmal die Organisation des Trainings. Das heißt, ich schaue, dass er auf die richtigen Maschinen, auf der richtigen Software sehr viel Möglichkeit kriegt, dort sein Training zu absolvieren. Ich versuche auch andere Nationen, andere Teilnehmer einzuladen, damit quasi da im Training schon ein bisschen eine Wettkampfsituation entsteht. Und es ist gar nicht so viel das Fachliche eigentlich, sondern mehr das Organisatorische. Der Alexander ist österreichischer Staatsmeister im CNC-Train. Was soll ich denn dann noch erklären? Er ist ja schon der Beste für Österreich. Ja, aber man versucht natürlich auch da noch das Letzte rauszuholen und gibt halt da noch Tipps und Tricks. Also der Ausbildungsplan oder der Trainingsplan hat im Jänner begonnen und er hat da vor allem jetzt einmal das Mastercam, also das ist ein Kam-System, auf dem man dann den Wettbewerb macht, trainiert. War jetzt schon einige Wochen bei uns im Ausbildungszentrum in Braunau und hat da eine ähnliche Maschine eben zur Verfügung fürs Training, was einem sehr, sehr stark hilft. Und der weitere Plan ist jetzt noch, dass er dann auf der richtigen Wettbewerbsmaschine trainieren kann. Und das ist ja so, dass in jedem Kontinent eine so eine Wettbewerbsmaschine steht. Zum Beispiel in Shanghai steht eine, in Amerika steht eine und in Bielefeld steht eine. Und der Alexander kriegt jetzt da die Möglichkeit, nach Bielefeld zu fahren und auf der Original-Wettbewerbsmaschine zu trainieren. Das Angebot werden wir sehr stark nutzen. Das heißt, er wird jetzt einige Zeit in Deutschland oben sein und dort auf der richtigen Wettbewerbsmaschine sein Training machen. Es sind noch einige Wettkämpfe geplant. Das heißt zum Beispiel, der Weißrusse kommt zu uns ins ABZ und da ist also ein interner Wettkampf. Das soll ich beide dann ein bisschen vorwärts bringen und anstacheln. Es kommt der Engländer einmal um für eine Woche und trainiert gemeinsam mit Alexander. Und ja, es sind dann noch ein paar Teamtreffen von Skills Austria, ein Englischkurs. Und er wird nicht fad, weil es ja ein ziemlich geballtes Programm ist, das er dann im August abhebt Richtung Moskau und dann weiter nach Kasan. Also was ich schon sehr stark merke, ist halt, wie sehr viel Aufwand ihr da reinlegt. Also W&H investiert sehr viel in die Jugend. Ja. Und es ist ja nicht selbstverständlich, dass man da einen jungen Mann, der eigentlich schon produktives Facharbeiter in der Firma mitarbeiten könnte, da für das komplette Training freistellt. Ja. Das allein ist schon, zeigt schon, wie hoch der Stellenwert innerhalb der Firma ist. Ja. Und auch, wie hoch der Stellenwert ist, dass man Jugendlichen so eine tolle Ausbildung ermöglicht. Ja. Und das ist auf keinen Fall selbstverständlich und sollte speziell hervorgehoben werden. W&H. People have priority.